Wie haben Sie den Sommer verbracht in diesem Jahr? Naja, nicht viel getan. Ich bin ja eine Leseratte, war mal ganz kurz an der Ostsee. Hab das an und sich, weil ich gerne an der Ostsee genossen. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen mache ich mir nur Sorgen um unsere Lage, die wir jetzt gerade drin sind. Da sollte jeder mal nachdenken, wie wir da helfen können, wie wir da verändern können. Und ich hoffe doch, dass wir gemeinsam, was ich gerade gesagt habe, stark genug sind, dass wir das schaffen, die schwierigen Situationen. Heute geht es voll ums Boxen. Können Sie mal ein bisschen zurückdenken? Wie kamen Sie überhaupt zum Boxen? Ich war ja ein besserer Fußballer als ein Boxer. Nicht? Das weiß man, ich habe auch mehr Ahnung vom Fußball als vom Boxen. Na gut, ich war sehr erfolgreich, wenn man zurückblickt. Ja, ich habe 89 siegreiche Profikämpfe. Das ist ja enorm. Ich war schon bei den Amateuren sehr erfolgreich. Ich bin durch zum Boxen bei der Marine durch Zufall gekommen. Ne? Ich habe welche Boxen gesehen, man hat gesagt, ich wäre körperlich sehr schwach. Da habe ich gedacht, der Boxer muss stark sein. Stark müssen sie sein, ja, aber nicht die Vorstellung, die ich vorher hatte. Es hat mir natürlich unheimlich an der Persönlichkeit geholfen, meine Entwicklung. Ich habe viele, sagen wir mal, alles, was ich in der Grundschule versäumt habe, nachgeholt habe. Habe eine Lehre gehabt, habe meine 10. Klasse nachgeholt, habe Meister und mit 33 studiert. Es war eine enorme Sache, die ich in meinen jungen Jahren gemacht habe. Bin darauf relativ stolz und bin stolz, dass ich tolle Jungs trainieren durfte. An ersten Sven Ottke, Markus Bayer, Marco Huck, das sind ja allerhand, die ich so Weltmeister gemacht habe. Ja. Und Dr. Oka, wenn ich den möchte ich nie vergessen. Also ich habe viele Jungs zum Erfolg bringen dürfen. Das macht mich natürlich stolz. Ich habe ja nicht nur Weltmeister, Europameister gemacht. Ich habe zwei Olympischen Spielen mitgemacht, habe auch Medaillen geholt. Das macht mir heute in meinem Alter schon stolz und sehr zufrieden, dass ich für den Jungs was getan habe und für die Gesellschaft. Können Sie sich zurückerinnern, was war das absolute Highlight? Was war der Höhepunkt, wo Sie gesagt haben, Mensch, besser ging es nicht. Sie haben eben ein paar Sachen aufgezählt, Olympiade, Weltmeisterschaften, ja. Aber was war der Höhepunkt? Das ist schwer jetzt zu sagen. Sagen wir mal, wenn ich den Sven Ottke nicht kriege, die anderen alle können nicht so entwickeln. Ottke ist als erster bei mir Europameister Amateur geworden. Mit dem habe ich zwei Olympische Spiele mitgemacht. Und dann ist er natürlich als erster bei mir Profi-Weltmeister geworden. Da haben sich alle angeschlossen. Dann hätte ich den Marco Huck, aber nie dürfen nehmen. Unter meine Fittiche, weil der Herr Sauland wahrscheinlich das nicht zugelassen hätte. Der hat mir garantiert, dass ich auf dem richtigen Wege bin. Ich muss auch noch ganz ehrlich sagen, Herr Sauerland war ein sehr guter Manager, hat mich viel unterstützt und hat in meiner Arbeit sich gar nicht groß reingesprochen. Er hat mich selbstständig arbeiten lassen, das war für mich sehr wertvoll. Wie geht es Ihnen gesundheitlich im Moment? Na ja, gut, das könnte mir, gesundheitlich geht es mir gut. Ich bin ja verletzt, hatte Oberschenkel-Halsbruch gehabt. Das dauert ziemlich lange. Nur man sagt ja immer wieder, du bist nicht der Jüngste, da könnte ich mich aufregen, ist aber so. Aber ja, da muss ich Geduld haben. Ich mache aber jeden Tag im Sitzen viel Sport, da ich fit bleibe. Und meine junge Frau möchte ich gerne ja auch noch ein bisschen unterstützen. Wünsche und Träume für die Zukunft, was wäre das? Danke, das ist nett. Welche Wünsche haben Sie? Dass Frieden eintritt. Das ist das Wichtigste, was wir überhaupt jetzt haben. Dass wir wieder Frieden haben und dass wir alle so mal leben, wie wir leben konnten. Im Moment haben wir eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und jetzt müssen wir alle zusammenhalten. Alle stark sein, dass wir das alles meistern können. Das sind tolle Worte. Vielen, vielen Dank. Einen schönen Abend. Danke euch.